Hallo und willkommen bei Corpus Motum. Ich bin Patrick Rudolfer, euer Coach und Physiotherapeut. Heute machen wir drei Übungen, die ihr alle kennt oder ähnliche Varianten kennt. Aber wir besprechen dann genau, auf was ihr zu achten habt. Wichtig ist mir immer, wie auch bei den anderen Übungen, dass ihr die Unterbauchspannung habt. Also den Nabel zur Wirbelsäule ziehen und trotzdem weiter atmen. Okay? Die erste Übung ist der Russian Twist, den haben wir schon einige Male im Büro gemacht. Jetzt probieren wir es eben im Sitzen am Boden. Wir schauen, dass wir den Unterbauch gespannt haben, die Wirbelsäule aufrichten, die Hände gehen wir so vor dem Körper zusammen, dann gehen wir ganz leicht nach hinten und trotzdem atmen wir weiter. Jetzt schaut, dass ihr nicht da vorne so viel Spannung habt, sondern eher im Bauch. Wenn ihr da zu viel spannt, schaut, dass ihr einfach ein bisschen weiter nach vorne kommt. Okay? Also die Hände, die Beine ein bisschen höher tun, genau, und dann Unterbauch spannen und dann drehen wir es nochmal einmal nach rechts und einmal nach links. Das ist die erste Übung. Da könnt ihr dann selbst variieren, wie oft ihr das macht. Schaut einfach, dass ihr richtige Spannung habt. Mir ist wichtig, dass ihr auch das Gesäß entspannt, da hinten ein bisschen Spannung habt. Drückt ein bisschen mit den Füßen nach unten. Unterbauch ist gespannt, die Hände könnt ihr oben zusammendrücken. Und dann schaut, dass ihr aus dem Rundrücken rauskommt und euch richtig aufrichtet. Genau. Und dann drehen wir uns. Schenker und Unterbauch spannen, wenn es in den Schultern wehtut, geht es ein bisschen weiter nach unten. Okay? Das war die erste Übung. Die zweite Übung, die ihr alle kennt, sind die Sit-Ups. Und da schauen wir, dass wir gar nicht so weit hochgehen. Okay? Wir geben die Hände hinter den Kopf, schauen aber, dass die Ellenbogen draußen bleiben. Unterbauch ist wieder gespannt, Pobacken spannen, Beine sind parallel. Und dann gehen wir nur so ganz leicht hoch, also gerade so, dass die Schulterblätter vom Boden weg sind. Die Ellenbogen bleiben draußen, das ist ganz wichtig, weil wenn wir jetzt nur das machen, dann reißen wir eher mit dem Oberkörper hoch. Wir reißen hier in der Halswirbelsäule drin und da oben arbeitet dann eigentlich nur der Hüftbeuger, schon die Bauchmuskulatur mit, aber das brauchen wir momentan nicht. Okay, probiert es wirklich unten bleiben, Hände draußen lassen und dann einfach aufrollen, sodass wirklich nur die Bauchmuskulatur arbeitet. Das ist genug. Einfach nur so schön kaputt aufrollen. Unterbauch ist trotzdem leicht gespannt. Wir unterstützen den Nacken und arbeiten wirklich damit den Bauch voll. Und weiter müsst ihr drauf, der Muskel kann nur das machen. Okay, das heißt, wir kommen nur bis daher. Alles andere machen andere Muskeln. Wenn ihr wirklich die geraden Bauchmuskeln trainieren wollt, bleibt es da, das reicht. Den unteren Anteil, da ist halt oft die Übung, was ich dann sehr oft sehe, ist dann diese Geschichte so, nach vorne und hinten. Da müssen wir trotzdem auch aufpassen, dass wir vom Fuß her nicht zu weit vorne sind, weil dann zieht es einfach den Hüftbeuger eben ins, der Hüftbeuger zieht einfach die Wirbelsäule ins Hohlkreuz. Okay? Also bleibt es mir da oben, sodass die Knie über Beckenniveau sind, das heißt, sie sind eher weiter herum und nicht da vorne, weil so zieht es das Hohlkreuz. Okay? Also wirklich da bleiben und dann gehen wir in Richtung oben. Den Kopf legen wir einfach schön gewohnt ab und dann gehen wir einfach nach oben. Ihr könnt da ein bisschen mithelfen, schön gewohnt mit den Händen oder könnt auch unten ein bisschen mithelfen, sodass das Wippen nach oben geht. Und dann nochmal die untere Bauchmuskeln. Das ist ein ganz leichtes Wippen, es muss kein Reisen sein, sondern wirklich nur ganz ein leichtes Wippen. Es ist gar nicht so viel, aber ihr spürt dann bald einmal den Unterbauch. Von der Wiederholungszahl schaut, dass zwischen 5 und 15 Wiederholungen drin seid. Ich möchte, dass ihr den Unterbauch gespannt habt. Da macht ihr eine kurze Pause, so wie es für euch gut geht. Und ganz wichtig, beim Ablegen von den Beinen auch hier die Spannung zu halten. Also nicht, so jetzt habe ich die 5 Wiederholungen geschafft und dann runterfallen lassen. Da kannst du euch das Kreuz reindrücken. Okay? Also wirklich schauen, Unterbauch ist gespannt, kommt rauf, wenn ihr da was herumsetzt, könnt ihr ganz leicht nach oben kippen. Also die drei Übungen, das Bein nach oben rauf, also die Beine nach oben rauf und wirklich nur ganz leichtes Wippen. Die zweite Übung sind die Sit-Ups, aber eben in dieser Form oder eben den Kopf nach oben. Ihr unterstützt die Halswirbelsäule mit den Händen. Ellenbogen bleiben draußen, Unterbauch bleibt gespannt und ihr könnt dann auch noch die Gesäßmuskulatur anspannen, dann habt ihr vielleicht da ein bisschen Rückenspannung und jetzt so hoch. Und
Die dritte Übung ist der Russian Twist, dass wir hier oben sind. Und da schaut es einfach, dass es wirklich nicht in den Hüftbeugern zum Ziehen anfängt, sondern wirklich im Bauch. Und da schaut es einfach ein bisschen leicht nach rechts, nach links drehen. Dann haben wir schon drei wichtige Übungen. Danke fürs Mitmachen. Schaut es noch einmal. Also diese drei Übungen, Wiederholungszahlen, 5 bis 15 Wiederholungen, macht dazwischen eine Pause und dann wieder. Bis zum nächsten Mal.